Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Acker-Vlog. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Es ist nämlich sehr am Winden, aber ja, ist ein bisschen kalt. Ich werde mich gleich noch einmal anziehen. Aber ich hatte jetzt irgendwie Lust und es ist Freitag, eine ganz lange Woche und irgendwie auch nicht so gute Laune heute. Und ich gedacht, so, auf den Acker. So, wir sind jetzt vorne am Feld. Hier sind meine Tomatillos. Und ich habe Blüten. Ich habe die jetzt schon öfter bei Instagram gepostet gehabt. Ich zeige sie euch aber natürlich gerne nochmal. Ich habe einige Blüten und noch mehr Knospen. So, jetzt einmal falsch herum. Hier nebendran ist eine kleinere Pflanze, viel, viel kleiner. Bekommt aber auch schon Blüten. Und ja, das sind die Tomatillos. Dann geht's weiter zu Paprika. Ach du Scheiße, abgebrochen, verdammt. Scheiße, also, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, die ist hier, da abgebrochen. Ja, wir müssen mal gucken, wie sie sich entwickeln wird. Ach, das nervt mich jetzt. Und dann haben wir noch mal eine Paprika hier. Hier habe ich eine Blumen, gar nicht, Malve gesät, da ist leider noch nichts zu sehen. Hier drüben aber bei der Edelwicke kommen jetzt langsam kleine raus. Und hier drüben bei der Blumenmischung kommt auch was. Das ist doch schon mal irgendwie ganz nett. Hier habe ich Goldmohn gesät. Da kommen Sachen. Ich weiß aber noch nicht genau, ob es der Goldmohn ist. Dann geht es hier weiter zu den Chilis. So, jetzt kamen Leute. Ich bin auf der anderen Seite mittlerweile. Ich kann mich einmal drehen. Da ist mein Bereich und an dem von hier hinten ist ganz vorne. Wir fangen jetzt mal hier hinten nochmal an. Ist jetzt schon 2 Wochen her, dass ihr es gesehen habt, ne? Krasse Scheiße. So, ganz hinten hatte ich ja Bohnen gesät. Da kommen welche raus, das ist unfassbar. Hier und davor der Mais. Ich muss hier unbedingt Unkraut jäten, das ist eine Katastrophe. Hier habe ich immer noch meine Gurken, mein Brokkoli, den muss ich morgen unbedingt mal einpflanzen. Und ich habe noch Sonnenblumen und ich habe keine Ahnung, wohin damit. In der nächsten Reihe haben wir hier Kartoffeln. Diese 2 Reihen sehen noch nicht so schön aus. Hier vorne habe ich schon ein bisschen sauber gemacht. Hier könnt ihr sehen, dass da weniger Unkraut zu sehen ist. Von dem Boden kommen auch noch mehr. Ich habe übrigens meine Steine doch auf dem Acker. Hier kommt zum Beispiel noch eine. Dann haben wir noch mehr Maispflänzchen und das ist das Feld meiner Freundin. Wir gehen nach vorne. Let's go! So, dieses Feld. Also dieser Bereich hier sieht katastrophal aus, I know. Das Ding ist, hier sind rote Beete und Karotten und davon ist leider noch nichts zu sehen. So sehr ich mich anstrenge, man sieht einfach nichts. Und darum habe ich jetzt die ganze Zeit gedacht, gut, wartest du noch, machst du nichts raus, aber das Unkraut wird wirklich riesig und wir haben dieses Jahr auch Disteln. Schaut mal, hier, das hier habe ich hier schon weggemacht und wenn ihr guckt, sieht es eigentlich so aus, als hätte ich noch nichts getan. Ich weiß. Und die Disteln sind monströs. Die muss ich aber mal mit anderen Handschuhen rausreißen, weil sonst tue ich mir einfach nur weh. Ja, man sieht nach wie vor nichts. Ich habe aber gedacht, wenn ich das Grobe hier mal wegmache, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Also rote Beete und Karotten sollen hier kommen. Dann eine Reihe weiter haben wir hier Zwiebeln. Die fangen jetzt langsam an zu keimen. Das sind die roten, wie ihr sehen könnt. Und die Reihe davor habe ich dicke Bohnen. Und sie sind befallen. Ja, es ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ja, scheiße, ne? Ich muss da unbedingt mal morgen irgendwie was gegen unternehmen. Danach kommt noch eine Reihe Zwiebeln und da seht ihr schon viel mehr. Da habe ich auch schon ein Bild bei Instagram gepostet gehabt. Das sind die ganz normalen Zwiebeln. Ja, die roten sind einfach ein bisschen langsamer. Die Reihe davor habe ich Erbsen. Da kommt aber noch nichts. Also zumindest in dieser Reihe hier. Die habe ich nachgesät. Ihr wisst Bescheid. Dann habe ich hier Erbsen, die der Bauer gesetzt hat.
gesät hat. Die, die so groß sind, sind vom Bauer. Und hier noch eine dritte Reihe Erbsen, wo jetzt endlich angefangen haben zu keimen. Ah ja, hier. Yippie! Aber auch nur irgendwie eine. Das ist ja, naja, was soll ich sagen? Dann Auberginen. Wir haben sehr trockenes Wetter. Man sieht es. Und Wind. Der Wind ist auch nicht so geil für die Kleinen. Aber da machst du nichts. Wir hoffen einfach auf besseres Wetter. Dann habe ich die Reihe davor Radieschen gesät, die unfassbar aber war. Hier mein Schild dazu. Schon kommen. Könnt ihr das sehen? Das ist ein Saatband. Und eine ziemlich coole Sache. Ich muss mal nachher gießen. Der Bauer hat mir eben den Wasserwagen geholt. Ich könnte zwar darüber gehen, aber ich vermute, dass der auch leer sein wird, wenn der Bauer das auffüllt. Dann in dieser Reihe seht ihr auch, es ist nicht sonderlich schön bearbeitet. Hier und da Radieschen. Ja, ich glaube, ich habe 3 oder so. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, okay, vielleicht kommt noch was, aber nein. Also ich glaube, auf dieser Seite habe ich gar keins, okay. Und hier hatte ich zumindest 2 gesehen mal, vor etwas längerer Zeit. Ah, hier. Da, ein Radieschen. Ja, aber das war's auch schon. Toll, ne? Dann ist hier die Zucchini, die ich hier angepflanzt habe. Das ist die Runde. Ja, Mehltau am Start. Und hier ist noch eine. Und ihr seht vielleicht schon, da sind schon überall kleine Mini-Zucchinchen dran. Noch freue ich mich ja über die. Fraglich, wie lange sich das noch hält. So, jetzt kommt der Bauer. Heißt, ich mache eine kurze Pause. Bin gleich wieder am Start. Ja, Unkraut habe ich jetzt weggebracht. Und es ist keine gute Idee, offene Haare zu tragen. Ich werde jetzt gleich mal zubinden. Moment, ich kann euch mal das Feld von hier zeigen. Wir werden jetzt die ganze Zeit im Feld springen. Aber ja, ich hoffe, das stört euch nicht. Es ist auch windig, ne? Ich meine, könnt ihr mal einen Hahn sehen? Ja. So, wir sind jetzt wie gesagt wieder vorne. Kommen wir zu meinen Blumen. Ach so, ich weiß gar nicht mehr, wo ich gerade aufgehört habe. Bei den Auberginen kann das sein. Oh, verdammt. Ich sehe bestimmt aus wie noch was mit meinen Haaren. Das ist meine Sturmfrisur. So, Blumen. Das hier sind Bucherblumen. Davon habe ich ein paar. Und dann eben noch ganz viele andere. Und Cappuccino-Kresse. Dann haben wir eine Reihe Salat, der schon echt monströs ist. Hier ist irgendwie ein Kohlrabi abhanden gekommen. Da werde ich zum Beispiel jetzt eines der Brokkoli-Pflänzchen einpflanzen. Dann haben wir hier Kohlrabi, Spitzkohl, Weißkohl, eventuell, ich hoffe, Rotkohl und Wirsing. Und Wirsing, oh mein Gott, ist so traurig. So, bis dahin geht das Pferd meiner Freundin, dann komme ich. Nix, einer. Nix. Und nochmal 2. Ja, machst du nix. Dann Porre. Danach kommt Schnittlauch. Nee, nicht Schnittlauch. Das ist, es wäre, wenn überhaupt Petersilie gewesen, aber es ist weder noch. Es ist, Sellerie. Und guck mal. Da wollen wir mal hoffen, dass mir der Kleine Glück bringt. Dann haben wir nochmal eine Reihe Porre. Dann nochmal eine Reihe Kohlrabi. Hier habe ich jetzt gerade so ein bisschen Unkraut gejätet. Ihr seht, es ist noch nicht optimal hier. Aber ich werde morgen wahrscheinlich den ganzen Tag kommen. Hier ist Sellerie. Nicht Sellerie, Fenchel. Ich weiß nicht, irgendwie bin ich gerade ein bisschen durch den Wind. Im wahrsten Sinne des Wortes. Dann haben wir nochmal eine Reihe Kohlrabi. Schnittlauch. Haben wir hier Rucola, der jetzt blöderweise angefangen hat zu blühen. Ich habe die Blüten abgerobbt, aber ja.
dann haben wir hier noch Petersilie, einmal krause und einmal glatte. Und davon haben wir eben die ganze Reihe voll. Dann geht's weiter mit noch mehr Salat. Ich weiß nicht, wie ich diesen ganzen Salat jemals verspeisen soll. Ist jetzt nicht alles meins, ne? Von mir und meiner Freundin, aber you get the idea. So, dann haben wir hier Bohnen. Die vordere Reihe ist die, die der Bauer gesät hat. Die sehen echt auch schon gut aus. Hier kommt eine nach, ich glaube, die habe ich selbst gesät. Genauso wie hier. Dann haben wir in der Mitte Mangold und dann nochmal Bohnen. Ich möchte es nicht beschwören. Es könnte aber sein, dass das hier Mangold ist. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht sicher. Er hat so rote Stielchen und es soll wohl roter Mangold sein. Wir warten es ab. Und dann habe ich hier nochmal Bohnen gesät, aber da kommt noch nichts. Nochmal eine Reihe Bohnen. Ach nee, wir waren schon hier bei den Radieschen. Jetzt erinnere ich mich. Ja. Ja, was soll ich sagen? Aber guckt mal hier drüben bitte. Ich weiß nicht, was hier passiert ist. Das ist nicht mein Feld. Traurig. Können wir zum Feld meiner Freundin gehen, weil die hat Kürbisse, die habe ich ja bei mir weggemacht. Da habe ich die Auberginen für eingepflanzt. Und guck mal. Also da geht einiges. Richtig cool. Ich habe ihr einen Stein von mir geschenkt. Aber ansonsten war es das, glaube ich, jetzt doch wirklich. Es ist unangenehm heute, das Wetter ist echt nicht so schön. Ich glaube, ich werde mich jetzt auch schon wieder auf den Heimweg machen, einfach weil, weiß ich nicht. Ich habe jetzt mehr Bock, mich in die Decke zu kuscheln gerade. Wollen wir hoffen, dass das Wetter morgen ein bisschen besser ist. Ja, bevor ich jetzt die ganze Zeit euch nur den Boden filme, zeige ich euch meine volle Schönheit nochmal. Aha. Ja, ich bin schon seit heute Morgen um 7 geschminkt. Dementsprechend sehe ich wahrscheinlich auch aus. Make-up, vergiss es. Aber was soll's. Darum geht's überhaupt nicht. Ich bin auf jeden Fall immer noch total happy mit meinem kleinen Acker. Und ja, ich hoffe, das Wetter wird wieder besser. Habt ihr Lust, dass ich mal so ein bisschen noch in die anderen Felder reingucke? Also von vorne natürlich, ich möchte jetzt nicht reinlaufen. Machen wir doch mal. Ein bisschen zum Gucken. Wir haben unfassbar viele Kinder hier auf dem Feld und Jessie, du bist mein Zeuge, sie sind ein Albtraum. Hier vorne sind, glaube ich, Gurken. Ich meine, du kannst dein Kind doch nicht hier. Schaut mal bitte, wie schmal der Weg ist. Ja? Er ist verdammt schmal. Du kannst dein Kind da nicht Fußball spielen lassen. Wie zur Hölle soll das funktionieren? Erinnert ihr euch an die Bank von letztem Jahr? Leider nicht mehr neben meinem Feld, aber sie ist da. Und das macht mich glücklich. die Bälle sind auf jeden Fall durch die Gegend geflogen auf andere Felder. Die dummen Kinder, sorry, ich liebe Kinder, aber nee, sind dann auf die anderen Felder gerannt. Hallo, ich meine, geht's noch? Ach ja, aber lohnt sich gar nicht, sich drüber aufzuregen. Also viele haben hier vorne noch gar nichts gemacht, wie ihr sehen könnt. Einige hingegen schon. Hier wurde einiges gesät. Und ja, so sieht das hier aus. Kinder. Nee. Außerdem habe ich die schon genug auf der Arbeit. Und solange ich noch keine eigenen Kinder habe, reicht mir das vollkommen aus. So, meine Lieben, ich mache mich jetzt wieder auf den Heimweg. Wie gesagt, es ist ungemütlich. Und ich hoffe, morgen ist ein schönerer Tag. Dann komme ich wieder und dann geht's weiter. Schaut mal hier. Ja, ich musste auch lachen. Hallo? Eine Schubkarre? Dein Ernst? Immer noch toll sind die Skistöcke, die gab es ja auch schon letztes Jahr. Aber ja, wie dem auch sei, wie gesagt, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Tut mir leid, dass es jetzt erst kommt und nicht letzte Woche schon. Ich weiß gar nicht, warum das so war. War halt irgendwie so. Ich mache jetzt noch ein paar Fotos und dann mache ich mich auf, mache ich mich vom Acker. Und wir hören uns ganz bald wieder. Und bis dann. Tschüss.